Tournament S2, Bitches! Yo, ich melde mich mal wieder aus dem Hause Jules. Ich habe etwas länger kein Infovideo mehr gemacht, aber ich hole das jetzt nach. Wir sind bisher beim 32. Battle Optimus Reim gegen Hiding John gelandet und bisher verlief alles sehr gut und dabei bleibt es auch. Es sind sehr nice Runden eingeschickt worden und ich freue mich immer wieder aufs Neue alles zu veröffentlichen. Aber nun zu den Infos, die ich noch nachtragen möchte, bevor morgen die nächsten Battles kommen. Zuerst steht das erste Bonus-Battle in S2 an, und zwar das Battle Drew Peacock, aka Drew mit 3, gegen El Room. Ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Teilnehmer und beide haben was ordentlich drauf und ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Beim 32. Finale wurden nun drei Battles bewertet, und zwar Risa gegen Haschdackel, Woods gegen Tavinci und Lethal Mob gegen Stanley. Die Bewertungen findet ihr in der Beschreibung oder Kommentare der Runden. Apropos, als nächstes kommt eine Regeländerung bzw. eine neue Regel hinzu. Ich habe beim Infovideo zur S2 vergessen, eine Regel einzuführen, was passiert bei einem Unentschieden, was bei Lethal Mob und Stanley der Fall ist. Zwar hat Stanley einen Punkt Vorsprung, aber wie in S1 bleibe ich meinen Prinzipien treu und lasse keinen weiter, der nur einen oder zwei Punkte Vorsprung hat, weshalb das als Unentschieden zählt bei mir. Also passiert folgendes. Bei einem solchen Unentschieden entscheiden nicht die Audio- und Textpunkte wie in Season 1, sondern es finden Rückrunden statt. Da es eh nur Rückrunden im Halbfinale und Finale dank eurer Entscheidung stattfinden werden, finde ich, das ist eine gute Alternative und Abwechslung. Also Fazit. Bei einem Unentschieden oder 1 bis 2 Punkten Vorsprung findet eine Rückrunde statt. Die Frist dafür beträgt 1 bis 2 Wochen, das machen wir unter den Teilnehmern aus. Das Wichtigste ist jedoch, dass es auf den Beats des Gegners gerappt werden muss. Die Runde schickt ihr dann einfach an mich. Jedenfalls findet eine Rückrunde zwischen Lethal Mob und Stanley statt. By the way, das wird nur fürs 32. so sein, da die Battles noch relativ eindeutig ausfallen. Für das 16. überlege ich es mir nochmal, da man bei einem Verlust sowieso direkt ins Mini-Tandem kommt und das quasi die zweite Chance ist. Als nächstes müssen wir uns von NRG, Bedrow und MKA verabschieden. Aufgrund von kurzzeitigen Vertreten auf Arbeit und Wehrpflicht mussten die drei aufsteigen. MDW, der gegen NRG battlen musste, konnte jedoch noch einen neuen Gegner zugeteilt bekommen, und zwar Drunk Seehund und Penner, weswegen es jetzt die Paarung MDW gegen Drunk Seehund und Penner geben wird. Wer eingereicht hat, wer noch nicht eingereicht hat und welche Battles feststehen, seht ihr in der Kanalinfo, die in der Beschreibung verlinkt ist. Die Battles kommen chronologisch um 12 und 20 Uhr immer online. Ach, und noch etwas. Wer nach der Frist eingereicht hat bzw. keinen guten Grund dafür hat, bekommt auf die Bewertung 6 Minuspunkte gut geschrieben. Der Vorteil ist jedoch, dass die Teilnehmer, die mehr Zeit brauchen, diese auch nutzen können. Die Teilnehmer können nämlich trotzdem einreichen, während die 32. Runden hochgeladen werden. So bemerkt die Zuschauerschaft zwar nichts und die Battles kommen online, aber die Konsequenz sind wie gesagt 6 Minuspunkte. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass diese schaden werden, wenn mindestens 3 Bewertungen da sein müssen, bevor das Ergebnis einer Paarung veröffentlicht werden kann, aber es kann bei einem knappen Battle viel Pech bringen. Wann die Bewertungen genau kommen, ist meist unklar. Jedoch gilt, dass die Juroren 2 bis 4 Tage für jedes Battle haben. Die Bewertungen kommen online, sobald die Frist vorbei ist oder 6 Juroren vor Ablauf der Frist mir die Analyse gegeben haben. Ich weiß, es ist etwas schwer zu kapieren. Aber alle Infos, die ich aufgezählt habe, findet ihr in der Beschreibung. Wer noch Fragen hat, schreibt das in die Kommentare. Wenn das 32. Finale mit den Rückrunden vorbei ist und alle Teilnehmer für 16. feststehen, werde ich nochmal ein Video machen, in dem ich kurz auf jedes Battle und deren Bewertung eingehe. Bis dahin, Tyro out. Oh, God damn.